sowie das Besondere an der MS Hamburg? Ganz eindeutig hervorzuheben, es ist die Größe. Wir haben maximal 380 Gäste. Es ist eine sehr familiäre Atmosphäre bei rund 170 Crew. Es ist fast ein Verhältnis von 1 zu 2. Das bedeutet, dass die Kellner am zweiten oder dritten Tag wissen, mag der Gast sein Mineralwasser mit oder ohne Eis. Es schafft halt eine familiäre Atmosphäre, nicht nur innerhalb der Crew. Das ist auch oft von Gästen gehört. Man trifft sich mal auf einem Ausflug und dann sieht man sich wenige Tage später vielleicht an der Bar wieder. Das ist halt im Gegensatz zu Gästen, wo 2000 Passagiere sind, für die Gäste halt auch einfach binnen kürzester Zeit ein familiäres Gefühl von zu Hause ist und auch für die Crew. Wo liegt der Vorteil gegenüber großen Transportschiffen? Ein ganz klarer Vorteil ist, wir können Häfen anlaufen, wo andere Schiffe gar nicht rein können, wo die großen Pötte entweder gar nicht hinkommen oder draußen auf Rede liegen müssen, wo wir dann mit unserem Schiff noch an die Pier gehen können und auch Häfen anbieten, wo sonst noch niemand gewesen ist. El Ferrol war jetzt diesen früher ein Hafen in Spanien, wo überhaupt vor uns erst zwei Kreuzfahrtschiffe waren. Das ist für uns halt, für die Gäste und auch für die Crew natürlich schön, immer wieder neue Häfen zu sehen und auch spezielle Routen fahren zu können. Welche Zielgruppe wird mit der Hamburg angesprochen? Grundsätzlich haben wir 60 plus, ist ungefähr so unsere Zielgruppe, hauptsächlich Deutsche, manchmal auch ein paar Schweizer und Österreicher, das ist ein weiterer Vorteil, unsere Wortsprache hier ist Deutsch. Aber wenn wir jetzt zuletzt in Grönland unsere Saison hatten, da ist dann auch durchaus auf Expeditionskreuzfahrten auch ein etwas jüngeres Publikum an Bord oder Ferien. Da hatten wir jetzt auf der letzten Reise 12 Jugendliche zwischen 8 und 17 an Bord. Aber grundsätzlich kann man sagen 60 plus.